Hallo und schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir sind gerade dabei, mit Mosaik wieder mal zu arbeiten. Und ich habe mir da bei Amazon ein Set bestellt von der Firma Glorex. Da kann man so Glasteller mit bekleben. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Glasteller hat man ja nur jederzeit zu Hause. Und da finde ich es immer cool, wenn in so einem Set alles drin ist, was man braucht. Der Glasteller, ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Boah. Handrücken. Ja. Handrücken? Ach so, Handrücken. Spatel, ja. Die sind damit drin, natürlich zum Anrühren von dem Fugenmörtel, der da drin ist. Dann sind da verschiedene Mosaiksteinchen mit drin. Retro-Mosaik nennt sich das. Fand ich cool mit den Rosen drauf. Das hat mir super gefallen. Dann ist der Kleber dazu, so ein Ausdrückdingens. Natürlich ein Handschuh. Dann noch ganz normale Glasmosaike. Und ganz wichtig für mich eben der Teller, den man sonst immer sucht. Und den kann man dann halt gleich bearbeiten. Und hier, was ist hier drin? Acrylfarbe. Mhm. Jetzt musste ich natürlich in die Acrylfarbe erstmal reingucken, weil ich hatte schon andere Sets und da stand dann einfach bloß, mischt die Fugenmasse mit einer Acrylfarbe. Hier ist dann die Acrylfarbe gleich mit bei in diesem schönen Türkis, damit es wirklich alles schön passig ist. Und ja, dann hat man gleich alles beisammen. So, und jetzt muss man den Teller mit der Wölbung nach unten, muss man den natürlich umdrehen. Man will das Mosaik auf der unteren Seite des Tellers haben. Dann macht man sich den Kleber auf, schneidet sich ein Stück von der Spitze ab, damit man den Kleber gut ausdrücken kann. Und jetzt wird der Kleber erstmal hier stellenweise aufgebracht. Mit dem Ding kann man das zusammenrollen hier, damit der Kleber richtig schön ausgedrückt werden kann. Jetzt weißt du, warum das da ist. Ja, klar weiß ich, wofür das da ist. Ach so? So ein Ding wollte ich als Zahnpaste immer schon mal haben. Für Ostfäden gab es sowas überall. Ja, gibt es jetzt auch. Musst du immer kaufen, vergesse ich immer wieder. So, und dafür sind jetzt die Spatel mit dabei. Damit trägt man jetzt den Kleber dünn. Aber nicht zu viel, das trocknet das ja weg. Ja, das trocknet relativ schnell. Und dann kann man mit dem Mosaik beginnen. Und da wir ja den Teller jetzt falsch rum haben, müssen wir das Mosaik, diese schönen Muster, nach unten verlegen. Muss doch mal aufpassen, dass die Muster nach unten liegen. Und ein Stück vom Rand wegbleiben, weil da immer noch die Fuge dann nachher, also das Fugenmörtel da drauf soll. Und dann immer lustig lang hin Muster legen. Ist da ein Muster vorgegeben? Also hier auf dem Bild ist ja ein Muster drauf. Man könnte jetzt das so machen, wie das hier ist, aber... Also ist deiner Fantasie. Du kannst, wenn du andere Sachen noch hast, und ich habe ja schon ein anderes Set schon mal gehabt, dann kann man da natürlich auch andere Steinchen mit verlegen, aber immer mit dran denken, dass man die Muster nach unten legen muss, weil... Der Teller ist ja verkehrt rum und dann kommt das Muster hier nachher raus. Und man kann was drauflegen. Und man kann was drauflegen, genau. Und so ist es dann nämlich Lebensmittel echt. Man kann da was draufpacken. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Teller hier zulegen. Ausdauer hast du, das muss man dir lassen. Ja, ein bisschen. Wenn ich was haben will, dann muss das gemacht werden, dann muss das fertig und dann sitze ich hier auch Stunden, wenn es sein muss. Wenn ihr dann den ganzen Teller beklebt habt mit eurem Muster, so wie ihr euch denkt, dass es so sein sollte, könnte, möchte. Dann muss das erstmal in Ruhe trocknen. Das braucht locker ein paar Stunden. Also Silikon braucht schon eine ganze Weile. Ja. Lasst es ein paar Stunden in Ruhe trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann könnt ihr euch Fugenmörtel anrühren. Da ist ja so ein kleines Säckchen mit dabei. Macht nicht zu viel. Man braucht immer gar nicht so viel. Lieber noch mal mehr nachrühren ist kacke, wenn mit Blau nicht, dann ist es eine andere Blau. Na gut, das müsste aber auch nicht machen. So, und dann kommt gleich die Farbe rein. Wo ich die jetzt hin die Papier? Und dann rein. Dann kommt die Farbe rein. Und dann nicht alles. Nee, alles nicht. Aber ein bisschen. Und dann kommt Wasser dazu. Wenig Wasser steht da drin. Eine Anleitung. Wenig Wasser. Wenig Wasser und dann verrühren.
Na gut, war zu wenig Wasser. Das siehst du doch noch ja auch nicht. Natürlich weiß ich das. Seht ihr. Wir sehen das hier nicht. Aber ich sehe das. Wir sehen das überhaupt nicht. Wenn das fest ist, dann war zu wenig Wasser. Ja, okay. Bisschen schmaler muss jetzt schon. Bisschen schmaler. So, und dann hat man eingefärbten Fugenmörtel. Und da wir uns ja hier beim Basteln im Innenbereich befinden, ist das auch völlig egal, wenn man das jetzt mit Acrylfarben macht. Da ist kein Wind, kein Wetter, kein Regen, was da irgendwie Farben auslutschen könnte. Zu DDR-Zeiten haben wir das auch mit Acrylfarben eingefärbt. Du hast aber auch nur Bäder, ihr fließt für den Innenbereich. Und ja, aber in der Dusche? Naja, gut, in der Dusche. So. Meinst du das gut so? Hm. Chef? Ja. Meister? Ja. Was ist mit dir heute los? dann wird vorsichtig eingestrichen und dann muss man es ein bisschen anziehen lassen, damit der Fugenmörtel hier in den Brillen drin bleiben kann, in den Fugen drin bleiben kann. Also erstmal schön einstreichen. Soll man eigentlich laut Packungsangabe mit dem Schwämmchen machen, aber wer sich nicht die Fingerchen dreckig machen will, kann das natürlich... Kommt aber jetzt trotzdem. Ja, kommt jetzt trotzdem. Aber der kann das ja erstmal mit dem Spachtel oder mit dem Spatel hier versuchen, diese Sache zu umgehen. Aber man muss doch. Spätestens beim Abwaschen jetzt. Am Ende muss man doch. Und diese dicke Schicht muss auch runter. Kannst du nicht so dick drauf lassen. Na. Du lernst noch. Ja, wenn ich das noch 200 Mal mache, dann. Herrin. Du musstest das auch lernen. In Mühe vor der kleinen Arbeit. Du hast sicher. Das auch nicht gleich gekonnt. Mal sicher. Klugscheißer. Schlaukacker. So, dann müssen wir das erstmal antrocknen lassen ein bisschen. So, nach ein paar Minuten fange ich dann jetzt hier schon an, ein bisschen die obere Schicht wegzuwischen, damit ich nachher nicht so viel mit dem Schwamm wegwischen muss. Ja, und damit die Feuchtigkeit rauskriegst mit dem Tuch. Und noch ein bisschen versuchen, alles zu verteilen, dass keine Löcher sind in den... Der Tuch ist eine Küchenrolle, ne? Ja. Das zieht schon langsam an, merkt man schon. Schon fester. Ja, genug Feuchtigkeit bringst du wieder rein jetzt mit dem Schwamm. So, also Küchenrolle ist ja auch ein Allrounder für alles Mögliche beim Basteln. So. Dann kann man das eigentlich abwischen, oder? Mhm. Aber wie mit deinen anderen Sachen, ganz trocken. Also feucht machen und dann wieder trocken rausbringen. Trotzdem den Rand hier wegmachen jetzt. Und du musst nicht diesen kleinen Schwamm nehmen, du hast doch gestern so einen großen gehabt, der würde. So, ich hab ja den hier, ja. Ja. So wie du das gestern mit deiner Farbe gemacht hast, so kannst du das eigentlich heute. Weil der kleine Schwamm ist in der Packung mit bei, das ja, ist jetzt da. Ein Babyschwamm. Machen. Schwämmchen. So. Wir haben einen großen Schwamm, genau. Damit man Fläche schaffen kann. Obwohl wir hier bloß 15 mal 15 cm haben. Ja, aber der lässt sich doch viel besser anfassen, der ja. Große. Und hantieren, guck mal. Siehst du? Ist das nicht schön? Ja, super. Anstatt mit dem Krieg, also manchmal. Wenn man so einen Meister im Hintergrund hat, der eben hilft. Naja, nützt mir aber ohne nichts mehr. Aber wir sind ja da zum Tipps geben. Ja. Das machen wir jetzt hoffentlich. Naja, zum Klugscheißern. Zum Klugscheißern. So kann man klugscheißern und wird dafür noch, oh, machst du das toll. Das sagt keiner. Nee. So, das müsste jetzt theoretisch eigentlich schon reichen. Vom Abwischen her. Jetzt müssen wir kurz trocknen lassen und dann wird es bloß noch poliert mit dem trockenen Tuch wieder. Alles in trockenen Tüchern. Ja. Und sieht doch von der Seite schon mal gut aus. Jo.
So, und nach einer Weile ist dann auch der Fugenmörtel relativ trocken, also richtig durchgetrocknet bestimmt noch nicht, aber dann kann man das schon mal ein bisschen polieren, die Steinchen, dass der Schleier weggeht vom Fugenmörtel, den man da drauf gemacht hat. Theoretisch könntest du jetzt jede Art von Mosaik nehmen. Die muss bloß unterm Teller geklebt werden, ja. Theoretisch ja, aber andere Mosaiks sind jetzt nicht so glatt. Da musst du dann schon Spiegelmosaik, also solche Glasmosaiksteinchen hier, glaube ich, nehmen. Mhm. Die anderen, na gut, die anderen haben genuggelt, die verfuchst du ja dann. Ja, vielleicht geht das auch. Der Effekt kommt ja nur, wenn du den Teller nachher umdrehst. Der Effekt kommt nachher, ja. So sah dann der fertige Teller auf dem Bild aus. Muss man ja nun nicht genauso machen, wie auf dem Bild ist, aber eben als Anregung, sage ich immer. Und hier ist dann jetzt mein fertiger Teller. Also ich denke, man kann sich sehen lassen. Sieht toll aus und man hat mal ein neues Deko-Objekt gezaubert. Mal was anderes wieder ausprobiert. Ja. Also ich fand es eine coole Variante, mal so einen Teller zu gestalten, also mit Papier zu bekleben und sowas kannte ich das schon. Aber mit Mosaik habe ich es halt eben auch noch nicht gemacht. Jetzt kann ich es abhaken von meiner Liste. Ein bisschen höher, jetzt, damit er nicht so Jetzt kann ich es abhaken von meiner Liste als erledigt. Und gezeigt. Und gezeigt. Also probiert es ruhig mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.